Hallo Gudrun, du bist die größte Frau der Welt. Genau. Du arbeitest im Büro der Bürgermeister-Stellvertreterin in Graz. Okay. Was ist denn dein Aufgabengebiet hier? Mein Aufgabengebiet, also ich bin Mobilitätsreferentin bei der Lisa Rücker. Und das heißt, dass ich alle Dinge, die den Verkehr betreffen, die so in dieser Stadt zum Thema öffentlicher Verkehr, zu Fuß gehen, Radverkehr, aber natürlich auch Straßenverkehr und Staus und Baustellen und so weiter, alles was Verkehr und Mobilität betrifft, kommt in irgendeiner Form auf meinen Schreibtisch. Ich sehe mich so als Schnittstelle zwischen Verwaltung, also unsere Ämter, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist vor allem die Verkehrsplanung, das Straßenamt, aber auch die Stadtbaudirektion, also Verwaltung, Bürger und Bürgerinnen und Politik. Mhm. Ja? Und ich bearbeite sowohl Bürger- und Bürgerinnenanliegen, indem ich Termine mache, wo Bürger und Bürgerinnen zum Thema, ich habe das Feinstaubkonzept für die Stadt Graz jetzt mir vorstellen, bis hin zu E-Mails, deswegen gibt es hier diesen großen Computer. Wir alle sind ja aus dem Bild heraus wahrscheinlich schwenk zum Computer. Das heißt, das sind eben die Bürger und die Bürgerinnen, die halt alle Verkehrsexperten sind in dieser Stadt und die eben sagen, ja, warum macht ihr denn nicht das so und so, oder die sie auch aufregen oder die Vorschläge haben, die sich nicht wohlfühlen, die auch eine grüne Verkehrspolitik nicht ganz nachvollziehen können. Mhm. Warum zum Beispiel der öffentliche Verkehr bevorrangt wird in Graz oder warum man eigene Radwege baut oder warum man zum Beispiel Kampagnen macht und überhaupt versucht, Verkehrspolitik grüner zu machen, aus einem anderen Blickwinkel heraus zu sehen, nämlich unter dem Gesichtspunkt, dass Verkehr mit unserem eigenen Verhalten zu tun hat und nicht nur technischer Lösungen bedarf. Da, also gleich um anzuschließen, weil in Bezug auf deine Arbeit mit den Abteilungen, da gibt es ja verschiedene, das ist ja auch ein sehr männerlastiges, beziehungsweise auch ein sehr konfliktreiches Thema. Genau. Ja. Ist mitunter sicher nicht einfach, oder? Okay, also Männer und Konflikte, ja genau. Nein, also das eine ist, du hast vollkommen recht, es sind in der Verkehrsplanung, in der Umsetzung, in der technischen Ausgestaltung, also wie Straßenbau funktioniert und, sind fast nur Männer tätig. Ja? Mhm. Ich sage jetzt einmal, in der Verkehrsplanung weiß man es, das sind 95%, also fast Männer, mhm, und der Rest sind Frauen. Mhm. Wir haben jetzt in unseren Ämtern das Glück, dass wir eine Verkehrsplanerin auch dabei haben, also nicht nur Männer, also wir sind 10 oder 11 Leute in der Verkehrsplanung, davon sind, meine Güte, jetzt muss ich überlegen, 3, 4 Frauen. Mhm. Das ist nicht so dramatisch, aber generell hast du vollkommen recht. Mhm. Und das macht natürlich einen anderen Blick auf den Verkehr auch aus, ja? Wer diesen Verkehr plant, weil es ist sehr oft so, dass die Perspektive dessen, ja, desjenigen, der den Verkehr verursacht, dann gleichzeitig seine Planung bestimmt. Mhm. Ja? Und in unserer Gesellschaft sind, sage ich jetzt einmal, die 35- bis 65-jährigen Männer diejenigen, die Entscheidungsträger sind. Und die fahren einmal zunächst mit dem Auto, die fahren die großen, schweren Autos. Und die glauben, alle fahren mit dem Auto und so wird auch Verkehr geplant, im klassischen Sinn. Mhm. Und wir versuchen da dem natürlich entgegenzutreten und Verkehr eben anders, weicher, weiblicher zu sehen. Also das ist die Geschichte mit den Männern, mhm, und Frauen und Verkehr und wie Verkehr gesehen wird. Und was hast du noch gefragt, schnell? Konfliktreich. Genau, konfliktreich. Also das heißt, du bist eigentlich jeden Tag mit Konflikten in dieser Thematik konfrontiert, oder? Ja, genau. Also Verkehr ist ein Thema, muss dir vorstellen, wenn man sich die Verkehrsteilnahme, so nennt man das, anschaut. Wir alle sind, sobald du und ich da rausgehen aus dem Rathaus, sind wir schon Verkehrsteilnehmerinnen. Also Fußgängerinnen, die über den Hauptplatz gehen, dann zu unserem Rad vielleicht, im Rathaus, auf den Abstellplatz zum Rad, dann sind wir Radfahrerinnen. Das heißt, jeder und jede
verbringt mehrere Stunden täglich im Verkehr und ist auch eben in der Rolle der Verkehrsteilnehmerin und des Verkehrsteilnehmers unterwegs. Und aus diesem Grund heraus hat jeder Ahnung davon, weil er oder sie glaubt, er hat Erfahrung damit, weil deswegen hat jeder was dazu zu sagen. Und das macht die Sache nicht ganz einfach, weil Verkehrspolitik, eine grüne Verkehrspolitik sehr stark auf sanfte Mobilität setzt, das heißt auf die Bevorrangung und Bevorzugung vom Zu-Fuß-Gehen, vom Radfahren und vom öffentlichen Verkehr und das sehr oftmals polarisierend zum Autoverkehr gesehen wird und da dann eben Autofahrer, Autofahrerinnen sich furchtbar aufregen und sehr in Saft geraten und das überhaupt nicht verstehen, warum man eigentlich nicht mehr für die Autos tut und warum man die verbannen will aus der Stadt und so weiter. Und das Problem dahinter ist aber, also da kommen wir immer mehr drauf, dass so in den letzten Jahren, das ist kein neues, es ist eine Erkenntnis, aber keine neue, oder neue Perspektive, aber kein neuer Zustand oder Umstand, wenngleich es immer mehr Verkehr und mehr Autos gibt, trotz allem, und immer mehr Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Es ist ein Platzproblem. Wem gehört die Stadt? Ja? Wer ist in der Stadt wie unterwegs und wen bevorzugen und bevorrangen wir? Diejenigen, die nur durchbrausen von A nach B oder von auswärts vielleicht in die Stadt einfallen mit Autos, ja? Oder denjenigen oder den oder diejenige, die wir bevorzugen wollen, die hier leben in dieser Stadt. Und unter Leben versteht man sie natürlich nicht an einer Hauptstraße täglich 40.000 Kfz und Autos und LKWs vorbeibrausen zu sehen. Um das geht es letztlich. Bezüglich dieses Arbeitsumfeldes, wo du ja hier Tag ein, Tag aus bist, wie viele Menschen arbeiten in diesem Büro? Wir sind hier im Rathaus, das kann man gleich mal sagen. Insgesamt 6 Leute, 5 Frauen und ein Mann. An der Spitze steht die Lisa Rücker, das heißt die Vizebürgermeisterin. Dann gibt es die Büroleiterin, das ist die Nicole Kuss. Dann gibt es 2 Fachreferenten, Referentinnen. Das ist zum einen der Fachreferent für Umwelt, der Umweltreferent Thomas Lampesberger, der sitzt im Büro daneben. Und ich bin eben die Mobilitätsreferentin. Und wir haben noch 2 Sekretärinnen, die Elisabeth Walzel und die Ernie Katter, die du heute schon kennengelernt hast. Also 6 Personen, ein ziemlich eingeschworenes, gutes Team. Das ist wichtig, das mit sehr viel Struktur. Also das ist auch etwas, was ich gar nicht so gedacht habe, als ich hier vor mehr als 2 Jahren angefangen habe zu arbeiten. Dass man doch so einen Rhythmus drinnen hat. Jeden Montag von 8 bis 9 gibt es bei uns die Teambesprechung mit der Vizebürgermeisterin, wo wir die ganzen Termine und auch Inhalte durchgehen, was braucht die Lisa in der Woche und welche Entscheidungen fallen, ist Gemeinderat, ist irgendein Gremium, ein Lenkungsausschuss und. Das ist jede Woche von 8 bis 9 und wie oft, und 2-mal in der Woche habe ich zum Beispiel eine lange Besprechung mit ihr, wo wir alle Inhalte halt durchgehen. Einmal in der Woche haben wir mit den Ämtern unsere sogenannten DBs, das sind Dienstbesprechungen, das geht von 8 bis 1 Uhr durch, ja, wo wir wirklich also hintereinander mit allen Ämtern und auch gemeinsam Wenig, also das ist viel Besprechungszeit und dann bleibt eigentlich relativ wenig Zeit zum Abarbeiten. Ja, genau. Und wie ist es, also mich interessiert auch grundsätzlich, wie Menschen... Das ist so abstrakt, gell? Nein, wie Menschen dann die Grenze ziehen zu ihrem Privatleben. Wie machst denn du das? Menschen wie ich? Ja, also Menschen, naja, die vielleicht... Wie, also... Fällt dir das leicht? Oder? Nein, das habe ich ein Stück hier auch gelernt. Also ich neige schon dazu, die Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Da hinten ist mein Fach, das ist das sogenannte Lesefach. Ich schaue schon, dass ich nur, wenn ich sage jetzt mal am Wochenende, Samstag und Sonntag ist, dass ich nur an einem dieser beiden Tage, ich sage jetzt 2 oder 3 Stunden maximal, die Dinge durchlese. Weil ich muss die Unterlagen und die Informationen dann ja auch für die Lisa Rücker aufbereiten oder ihr den Inhalt oder den Sukkus eines Dokuments wiedergeben können, damit sie weiß, um was es geht. Das, was ich aber gelernt habe,
hier ist, Dinge dann doch, die Projekte oder die Gedanken in eine Kiste zu packen, zuzumachen und nach Hause zu gehen. Ja, mhm. Weil das, dass ich was zu Hause lese, belastet mich nicht. Mhm. Schon, aber was schon belastend ist, das ist natürlich diese polarisierende, das polarisierende Thema Verkehr, das sehr emotional ist. Und da habe ich mir am Anfang schon schwerer getan. Das hat mir am Abend noch beschäftigt, zu Hause dann noch herumdiskutiert und wie könnten wir das machen. Das habe ich relativ gut jetzt im Griff. Dass ich sage, das geht nicht, es muss hier bleiben. Es muss hier in diesen vier Wänden bleiben, wie in eine Kiste mit einem Mascherl. Und das stellt man dann auf die Seite und am Montag nimmt man das wieder und sieht wieder die... Weil es ist natürlich sehr konfliktgeladen alles. Es ist auch bis zu einem gewissen Grad, das klingt jetzt schlimm, beschädigend. Also wenn du zum Beispiel abhebst das Telefon und es schreit dir jemand rein oder hat die besten Vorschläge und du merkst aber, dass er oder sie dich abwertet und sagt, naja, wissen Sie, ich habe mir das eh gedacht, dass das und jenes nicht hinhaut, ist das natürlich etwas, was immer auch ein Angriff ist an die eigene Person, auch wenn es nicht direkt an mich gerichtet ist, aber an die Politik, die ich ja mitvertrete. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung im Büro? Oder was ist das, was du am allerliebsten machst? Zum Beispiel, ich tue gerne Zahlen zusammenrechnen. Ja. Beispiel. Also so ganz banale Sachen. Ja. Also Zahlen zusammenrechnen zum Beispiel tue ich nicht so gern, aber was ich ganz gern tue, das ist Verhältnismäßigkeiten offen zu legen. Also wenn jemand sagt, meine Güte, der goldene Radweg wurde gebaut, dann erlaube ich mir zu sagen, wie viel zum Beispiel ein Südgürtel kosten wird. Der wird 123 oder 125 Millionen, eine Zahl, die wir uns gar nicht vorstellen können, Millionen Euro kosten. Das ist, früher mal gab es den österreichischen Schilling, ja? Das ist über, ich weiß nicht, kann ich gar nicht mehr ausrechnen, Milliarden werden da in den Autoverkehr oder zur Verflüssigung des Autoverkehrs investiert. Und wenn man sich diese Kosten gegenüberstellt, also diese Verhältnismäßigkeit, dann hat man schon auch also das macht dir Spaß. Das macht mir Spaß. Ja. Das macht mir Spaß. Du rückst ein Stückchen die Sachen auf eine Waage, ja, genau. Zeigst ihr Gewicht. Genau. Und genau. Wenn das gelingt, dann findest du es Spaß. Und so, wenn ihr glaubt, das ist jetzt viel, wenn man schön, ja. Ja, freut mich. Also diese Sache, Verhältnismäßigkeiten aufzuzeigen, wie viel Geld wird in den öffentlichen Verkehr investiert, wie viel Geld in den Radverkehr, wie viel Geld aber in den Autoverkehr, ja, auch in der Erhaltung der Straßen und. Das ist die eine Sache, was ich dann auch total gern mache, das kommt so aus meiner ursprünglichen Tätigkeit, weil ich ja eigentlich Pädagogin und Lehrerin bin, Inhalte so aufbereiten, dass auch andere oder andere Menschen sie verstehen. Und das ist etwas, was sehr oft vergessen wird, dass Menschen nicht nur gegen irgendwelche sogenannten abstrakten Maßnahmen sind, weil sie prinzipiell dagegen sind, sondern weil sie sie nicht verstehen, weil sie dazu kein Bild haben, keine Vorstellung. Und ich versuche halt auch sehr bildhaft zu arbeiten oder Inhalte in eine Sprache, das hat auch mit sprachlicher Verständlichkeit zu tun, in eine Sprache zu bringen, die andere verstehen. Das ist oft eine ganz klare und einfache Sprache, ohne zu simplifizieren. Die Dinge sind oft komplexer und komplizierter, aber wenn wir das nicht schaffen, wird man auch unsere Politik nicht verstehen. Danke dir für das Interview. Danke auch, Maria. Ich war schon mal bei dir zu Besuch. Ich darf ich mich, sagen? Ja. Ja. Und da habe ich, als ich auf dem stillen Örtchen saß, ein Buch gesehen mit dem Titel Das Recht auf Faulheit. Ja. Das hat mir so gut gefallen, allein der Titel, okay, dass ich mir überlegt habe, allen Menschen in der Deambulation und Linie eine Frage darüber zu stellen, wie sie mit Faulheit umgehen. Mhm. Und deswegen möchte ich dich das auch fragen. Meine erste Assoziation war Recht auf Faulheit, Entdeckung der Langsamkeit. Also ich habe sehr viel übrig fürs Langsame und fürs Zu-sich-Kommen. Aber du bist ja eine ganz Schnelle. Ich bin eine ganz Schnelle, genau. Deswegen brauche ich auch diesen Ausgleich, den ich auch bewusst mir hole und bewusst in mein Leben hineinlasse. Weil ich möchte nicht, wie es so schön heißt, vor der Zeit verglühen. Ja? Ich kenne das gut und ich bin eigentlich irrsinnig gern auch faul. Also sich hin zu legen, zu setzen, faul vor dem Fernseher zu liegen,
Ja, das ist total blöd, aber das mag ich eigentlich total gern. Mache ich nicht so oft, aber genieße ich dann auch. Also ich bin jetzt keine, die irgendwie so aufgrund ihrer Disziplin nicht zur Faulheit neigt. Ich glaube, dass wir alle im Prinzip ein Stück faul sind und auch das Recht darauf haben, faul zu sein.